Pünktlich zum Frühjahrsbeginn kommt der Peugeot 207 CC auf den Markt. Ein kleiner Löwe mit großem Potenzial, der Cabrio-Liebling der Saison zu werden. Mit einem sexy Styling, das Frauenherzen höher schlagen lässt, und Fahreigenschaften, die den Testosteronspiegel der männlichen Klientel in die Höhe treiben dürfte. Schnittig und mit guter Kurvenlage, flott im Antrieb und dann noch oben ohne. Was könnte das Herz mehr begehren? Der 207 CC fährt in Sachen Länge und Breite auf Augenhöhe mit der Limousine. Allerdings duckt er sich 75 mm tiefer. Beim Radstand ist dann wieder Gleichstand. Ein Heer von Hydraulikpumpen und Sensoren öffnet die Haube nun vollautomatisch in 25 Sekunden. Das manuelle Entriegeln wie beim 206 CC entfällt. Der Innenraum hat sich nicht wesentlich verändert. Eine schicke Innenausstattung und bequeme Sitze sorgen für Komfort. Auf den Rücksitzen des 207 CC ist wenig Platz. Wenn man die Seitenscheiben hochkurbelt, bleibt das Hereinwirbeln der Frischluft im Rahmen. Ein optionales Windschott soll die Wirbel weiter verringern helfen. Für das Cabrio mit Metallklappdach gibt es drei Motoren. Das Angebot beginnt mit einem 120 PS starken 1,6 Liter Benziner. Der gleich große Turbomotor hat 30 PS mehr. Der Diesel hat 1,6 Liter Hubraum und kommt auf 109 PS. Der 207 CC ist aktuell ab 18.450 Euro zu haben. Das bleibt bis zum 30. April so. Danach steigen die Preise um 500 Euro. Nichtsdestotrotz bleibt nur ein Fazit. Vive la France! Der Sommer kann kommen.